BeamNG Drive hat jetzt offiziell den Steam Early Access Status erreicht. Wir haben oder wir sind bei Version 0.4 und ja, es hat sich wieder ein bisschen was getan. Auch schon davor Version 0.3.8.3 und auch noch eine Version davor, die ich nicht gezeigt habe. Da kamen dann auch noch mal so ein paar neue Sachen, unter anderem neben den normalen Bugfixes ein neues Fahrzeug beispielsweise oder ein paar neue Objekte. Und ja, jetzt haben wir die Version 0.4 Early Access Alpha-Version von BeamNG auf Steam, nicht von Steam. Und die schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen an. Wir sehen natürlich wieder ein neues Layout, ein neues Menü, was sich eigentlich von Update zu Update verändert, was ich ja irgendwie nicht so toll finde, dass sich das da jedes Mal ändert. Also da kann man sich ruhig mal auf eins festlegen. Aber nun gut, was sehen wir hier? Wir sehen leider keinen Changelog mehr, wie beim letzten Video zum Beispiel oder bei der vorvorletzten Version war es. Also wir sind jetzt hier zwei übersprungen seit dem letzten Video her. Aber nun gut, klicken wir uns nochmal hier so durch. Also hier haben wir einmal links haben wir unser Dashboard, so nenne ich es mal. Quit wollen wir nicht, die Credits wollen wir uns auch nicht angucken. Hier haben wir nochmal die Controls, die man hier ändern kann und einsehen kann. Force Feedback hier kann man, oh, Force Feedback kann man auch einstellen, okay. Und Hardware ja hier. Was, zwei Controller habe ich? Okay. Tastatur und das wird mein Gamepad sein. So sieht das soweit da aus. Ja, Optionen. Da hat sich eigentlich, oder das ist eigentlich alles soweit bekannt. Hier die Grafikeinstellungen kann ich auch nochmal hier zeigen. Also ich habe das hier soweit auf normal alles nur, damit ich meine 60 FPS konstant halten kann. So sieht das hier also bei mir aus. Und dann kann man hier nochmal am Gameplay. Das Unit-System habe ich jetzt hier auf Imperial, aber leider übernimmt das es irgendwie nicht. Da steht ja immer noch auf MPH. Und dann kann man hier noch irgendwie solche Themen, Farben ändern. Das habe ich jetzt aber erstmal so gelassen. Und Audio kann man hier auch nochmal ändern. Aber gut, ja, Hilfe haben wir dann auch noch. Aber da können wir auch endlich mal driven. Und ja, das ist doch schon mal sehr, sehr interessant. Wir haben ja einmal Kampagne, die Coming Soon. Die kommt bald. Dann haben wir schon Szenarios, die wir schon spielen können. Die gucken wir uns dann ja auch dann sehr bald mal an. Die normale freie Fahrt, den freien Raum, den kennen wir natürlich schon. Und Add Content, hier ist nochmal ein Platzhalter, nennen wir es mal Platzhalter. Und ja, gucken wir doch mal hier Szenario, was kann man sich darunter vorstellen? Wir haben hier diverse ja, Trainings und irgendwelche ja, Jumps und Rallycross und Slalomfahrten. Ja, was man sich hier alles oder was man hier eben alles so sieht hier. Eine Stage haben wir hier, Large Jump. Oh, hier haben wir so ein, sieht so eine Art Checkpoint-mäßig aus. Suspension Race, Supercar Rally. Also wir haben hier schon wirklich, also ich scroll hier mal runter. Jede Menge. Und auch wenn ich hier sehe, Town Course, was Short A, mit irgendwelchen Heuballen und so und ja, Checkpoint zu Checkpoint rennen, das ist doch ziemlich cool. Da werde ich dann aber nochmal speziell eine Serie dann bei BeamNG einführen, wo wir dann die Szenarien fahren. Jetzt gucken wir uns erstmal einfach so an, was es Neues gibt. Wir gehen hier in die normale freie Fahrt. Die ganzen Mods übrigens sind jetzt wieder deaktiviert, also von Update zu Update werden die deaktiviert. Die muss man dann wieder neu in die Ordner einfügen. Ich habe jetzt hier wirklich alles wieder auf Standard. Und ja, man sieht hier eben die ganzen Standard-Maps auch. Rechts nochmal so ein paar Informationen, wie viel Meter, Quadratkilometer, was für Biome sind vertreten, was für Straßen und sieht man ja alles selber. Und ja, was wir hier neu haben, steht dann noch hier Work in Process. Jungle Rock Island ist eine neue Map, die jetzt auch mit der Version 0.4 erst reingekommen ist. Die gab es vorher noch nicht. Sonst kennen wir ja schon alles hier. Und die wählen wir natürlich auch gleich mal aus. Und gehen hier auf Start. Dann schauen wir uns das mal ein bisschen an. Ich habe die Map mir selber noch gar nicht angeguckt. Also klar, ich habe sie mal kurz gestartet. Mal geguckt, die ersten 10 Meter gefahren. Aber ansonsten wirklich noch gar nicht. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was das so für einen Eindruck macht. Oder was es da für Wege gibt. Also Jungle, da kann man sich schon mal so geländelastigere
Passagen vorstellen. Muss man mal gucken, oder kann man mal gucken, ob wir da dementsprechend mit Mods, mit ja, Trucks da irgendwie entgegenkommt. Und ja, so sind wir im Spiel hier. Wir starten wieder standardgemäß mit dem Pickup natürlich. Rechts unten neues HUD, was er hier alles anzeigt. Wie gesagt, das MPH zeigt es irgendwie trotzdem an. Ich habe das auch schon umher gewechselt, da tut sich leider nichts. Drehzahlmesser kennen wir. Wir haben da eine Tankanzeige, eine Dings hier, Kühleranzeige vom Wasser. Und natürlich die verschiedenen Blinker und ja, Fernlichtanimationen, die da unten alle sich dann farblich bewegen. Auch hier die Parkbremse bzw. Handbremse. Alles sehr cool. So, ich wähle es hier mal und ich gucke erstmal bei den Autos hier. Das sind jetzt hier die ganzen Standardautos, die man kennt. Und der Ebisu 200 BX, der ist neu reingekommen. Beim letzten Update, vorletzten Update müsste es gewesen sein. Und der erinnert doch schon sehr stark an den Nissan 200 RX oder 200, irgendwie so um den Dreh. Man wird sie vielleicht gerade kennen hier, wenn man hier die getunte Variante anguckt. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei Need for Speed Undercover das Startauto war. Irgendwas mit Nissan 200, 240 NX, irgend sowas im Dreh. Ihr werdet es bestimmt wissen. Und den werden wir auch gleich schon mal ausprobieren. Ich werde hier die ja, Turbo-Rennvariante nehmen. 2 Liter. Farbe lasse ich. Ja, lassen wir mal Charcoal. Und replacen den. So sieht das ganze Teil aus. Hier schön mit Überrollbügel, Spoiler und BBS-Felgen. Sieht sehr, sehr schick aus. Auch hier Innenraum natürlich. Ist jetzt nicht mega getuned. Aber ja, dann würde ich ja mal sagen, fahren wir mit dem Ding nochmal los. Das ist auf jeden Fall sehr driftfreudig. Es gibt da nochmal eine Driftvariante von dem. Aber es ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren, das Auto. Zumal die komplette Physik der Autos sehr, sehr unrealistisch, sage ich mal, ist. Also es fühlt sich wirklich an, als würdest du da nichts ja, fortbewegen. Das Heck, das dreht so leicht nach, das schlägt so leicht nach links und rechts aus. Da hat man manchmal echte Probleme und gerade, ich komme gerade vom Dirt Rally spielen. Oh, Vorsicht. Was da wirklich in der Sache viel, viel realistischer ist, dass du da wirklich, boah, verdammt, ein richtiges Gefühl hast, da gerade irgendwie so ein 500 Kilo Fahrzeug zu bewegen, oder für, sind noch nicht mal 500 Kilo, sagen wir mal 800 Kilo. Ich glaube, meine Lenkung ist schon so ein bisschen beeinträchtigt durch den Zusammenstoß da. Ja, linke Vorderrad hat sich leider verabschiedet. Da bleibe ich jetzt gerade einfach mal stehen und setze hier mal einen neuen Spawnpoint, damit ich auch repariert werde. Dann fahren wir auch gleich schon weiter. Wow, was war das? Die Kamera wieder gerade gemacht. Dann hat er sich einmal um die eigene Achse gedreht. What the fuck? Ja, fahren wir einfach mal weiter. Oh, Vorsicht. Und erkunden hier die neue Map hier, die, ich weiß noch gar nicht mehr, wie sie heißt. Die hier Jungle, was? Jungle Island. Fahren wir einfach mal hier links lang. Oh, hier geht es anscheinend dann wieder runter. Ja, da unten sehen wir dann schon wieder die Küste. Ich habe auch schon auf Vorschaubildern gesehen, dass es hier auch verdammt kleine Geländewege, auch wie in East, wie heißt es, East USA, ne? Der East Coast USA. Ist quasi genau dieselbe Map. Nur ein bisschen dschungellastiger hier. Aber erster Eindruck ist schon ganz cool. Es ist gerade ein bisschen schwer, das Fahrzeug hier ordentlich mal auf der Strecke zu halten. Oh, hier rechts ging. Da war was. Das möchte ich mir angucken. Auch wenn wir jetzt absolut kein rallye-taugliches oder geländetaugliches Fahrzeug haben. Hier haben wir irgendwie eine Industrie. Müssen wir vorsichtig sein, nicht so wirklich viel Grip hier. Fahren wir einfach mal durch. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen hier an Lost aus der Serie, muss ich sagen.
Aber fahren wir einfach mal weiter. Da links geht's auch hoch. Alles sehr interessant. Da gibt es bestimmt viele, viele Geheimwege, die man gar nicht alle finden wird. Und da bricht das Heck ein bisschen aus. Ja, sehr, sehr driftfreudig, das neue Auto. Aber es ist cool, es macht Spaß. Und ja, das sind so die großen Neuerungen eigentlich, die SE die letzten drei Versionen BeamNG begleitet hat. Ich fahre hier gerade mal und halte hier mit der Parkbremse. Und ja, was haben wir denn hier links? Das kann ich ja auch nochmal zeigen. Hier, das ist ja auch die ganze Zeit eingeblendet. Wir haben hier einen Fotomodus, auf den kann ich mal klicken. Da bleibt das Bild hier, ja, gefroren und man kann hier eben mit, okay, nicht mit Controller. Ich habe gedacht, hier, man könnte es hier so ein bisschen ranzoomen. Kann man das vielleicht mit der Tastatur? Ja, okay, mit der Tastatur kann man es hier mit WASD. Beziehungsweise der ja, Maus- und Tastatursteuerung kann man sich hier frei bewegen. Ja, hier sieht man auch das, was ich meinte, also dieses Nissan-Modell. Sehr, sehr bekannt. Und da kann man sich eben einen schönen Screenshot machen. Ich weiß gar nicht, wie weit kann man weg vom Fahrzeug? Ist das egal? Es ist anscheinend egal. Man kann es hier quasi um die ganze Insel oder über die ganze Map quasi. Was ziemlich cool ist. Kann man da hoch? Mal so einen allgemeinen Überblick machen von oben. Das möchte ich jetzt gerade noch mal sehen. Sehr cool, dass es da kein Limit gibt. Muss ich sagen. Da kann man einige schöne Bilder, denke ich mal, schießen. Auch so von der Umgebung. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Dschungel. Oh, das ist eine Yacht. Ne? Auf jeden Fall ein Schiff. Wir haben Strand. Oh, da haben wir so eine Art Bunker, würde ich jetzt mal sagen. Kann man sich auch mal auf jeden Fall angucken. Und da hinten geht es dann auch nochmal hoch, wenn das zur Map gehört. Also auch wieder riesiges Gebiet. Sehr cool. So kann man das hier. Okay, so kann man. Oh, die. Warum ist das jetzt hier alles aktiviert? Weil ich das vorher gedrückt habe. Ah, hier übrigens, hier, wenn man das Licht anmacht, klappen hier die, ja, Lichter hoch, wie man das so mal nennen mag. Warum ist jetzt auch so? Ach so, mit Escape kann man das ein- und ausblenden. Alles klar, das wusste ich jetzt auch noch nicht. So, machen wir mal weiter. Hier Feedback kann man auch geben. Man kann jetzt hier zum Beispiel, ja, hier so ein bisschen rummalen, kann jetzt hier zeigen, hier das Rad, was ich hier markiert habe oder. Keine Ahnung, dieser Baum hier mit dem Pfeil, kann ich sagen, hier roter Pfeil ist ein Bug. Und dann kann ich das hier eben übergeben. Aber das mache ich jetzt nicht. Debug haben wir ja auch nochmal, wo man hier so ein bisschen ja, einstellen kann. Kontrolloptionen, UI-Editor. Da habe ich auch noch nicht drauf geguckt. Achso, da kann man hier sein Dings hier bearbeiten. Habe ich aber auch noch nicht so weit drauf geguckt. Environment, was ist das? Achso, stimmt. Das war auch nochmal eine Sache, eine Neuerung. Man kann die Zeit ändern. Wie man hier sieht. Man kann wirklich einmal komplett von ja, morgens über abends, mittags, durch die Nacht. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal schön die Nacht stellen. Man kann ja auch auf Play drücken, dann müsste das, glaube ich, simulieren. Timescale haben wir hier auch nochmal. Was ist das aber genau bringt, weiß ich nicht. Wir können ja auch die Windgeschwindigkeit einstellen, die Wolken. Wir können den Nebel einstellen. Können wir mal so ein bisschen hochstellen. Das ist wirklich richtig krass hier. Simulation Speed können wir auch machen. Machen wir das mal hier so. Wenn man das auf Play macht, müsste das eigentlich dann übernehmen. Können wir es ja gerade mal angucken. Da können wir gerade hier wieder die. Wieso fahren da jetzt die Lichter nicht hoch? Wieso fährt mein Auto gerade überhaupt nicht?
Hallo? Respawn? Okay, es funktioniert anscheinend nicht. Mein Auto will nicht. Welches mit der Tastatur? Nein, auch nicht. Will er nicht? Okay. Oder war das, weil ich Play aktiviert habe? Jetzt will er auch nicht. Die Lichter hier klappen auch nicht mehr hoch und runter. Scheint noch nicht alles so funktionieren. Ich probiere das hier auch nämlich gerade zum ersten Mal aus. Was wäre das, war hier auf Timescale, ja. Scheint nicht so ganz zu funktionieren. What the? Machen wir mal hier den Fock wieder aus. Oh, mein Auto. Schwebt. Ja, es macht sich irgendwie selbstständig. Dabei habe ich den Wind doch gar nicht umgestellt, wenn man es mal so nimmt. Ja, es funktioniert noch nicht so ganz. Was soll man sonst dazu sagen? Ich kann es auch hier noch gar nicht spawnen. Liegt aber auch wahrscheinlich an der Map, weil die ja auch noch Work in Process ist. Oh, Mod-Vehikel können wir hier machen. Also das kennen wir ja schon hier natürlich. Das Vehikel an sich können wir hier ändern. Drive, Play. Ich wähle jetzt hier nochmal kurz. Ich nehme mal die normale Grid Map gerade nochmal kurz. Aber das ja, könnte in der Tat daran liegen. Natürlich, die Map ist noch nicht fertig, steht ja auch extra dabei, VIP. Aber mein. Hallo? Warum hebt mein Auto ab? Ich kann das nicht mehr steuern. Das ist irgendwie komisch. Okay, nun gut, ja. Was will man machen? Wir sind aber auch eigentlich schon so weit jetzt hier durch. Es war wieder ein kleiner Einblick, BeamNG. Es war relativ spontan, muss ich sagen, jetzt das Video. Ich habe auch zwei Versionen übersprungen, weil ich da einfach nicht so die Zeit gefunden habe, da jetzt großartig noch ein Video drüber zu machen. Jetzt habe ich mir gedacht, das ist offiziell Early Access Status auf Steam. Version 0.4 sind wir jetzt. Es ist ja ein neues Fahrzeug, es sind Szenarien, eine neue Map. Kann man mal wieder, ist mal wieder ein bisschen mehr, kann man mal wieder ein bisschen zeigen. Und ja, in der nächsten Folge, in den nächsten Folgen werde ich mir mal dann das Szenario angucken und mal schauen, wie das so aufgebaut ist, ob das bugfrei ist, ob man das spielen kann, ob man das zeigen kann. Und dann werden da auf jeden Fall Videos folgen. Da freue ich mich auch schon jetzt so ein bisschen in Zukunft drauf, dass BeamNG endlich einen Sinn hat. Nicht mehr einfach sinnlos rumzufahren und Unfälle zu bauen, sondern einfach wirklich so ein bisschen, ja, so ein paar Stages zu fahren, auf Zeit, gegen die Zeit. Ich hoffe mal nicht, dass Zeit abläuft, weil das würde ich nervig finden. Und jetzt dreht sich mein Auto, okay. Es scheint angekommen zu sein. Na gut. Das Spiel macht, was es will. Aber okay, ja, wir sind durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einer Folge BeamNG Drive.